Haben wir vielleicht irgendwo eine relativ erhöhte Stelle, von wo aus wir uns mal einen Überblick verschaffen können? Was natürlich durch die Vegetation ein bisschen kaputt gemacht wird mit dem Überblick. Blaufieder, Blaufieder. Blaufieder. Ich finde immer noch Seraphis klingt besser. Was ist das da für eine Säule? Da sind noch Schrecken, die man erschrecken kann. Eure Köpfe bitte. Abgesehen davon hilft das aber nicht, dass wir hier runtergegangen sind, oder? Abgesehen von den 300 EP. Mehr Seraphis. Oh. Ich war kurz abgelenkt. Ein Razor. Das könnte knapp werden. Gut, dass wir gekrittet haben. Dann trinken wir mal direkt hinterher. Und speichern, bevor der nächste kommt. Gut, hier ist keiner mehr. Wir müssen auch noch Lance finden, fällt mir da wieder ein. Ein Ring. Ist das wieder so ein Set-Ring oder sowas? Kann das sein? Ring der Priester? Ring der Priester, ja, das kann gut sein. Ring der Heiler? Gravierter Ring. Ring der Krieger? Ring des Wassers. Wir müssen ja echt mal alles absuchen. Wir brauchen Telekinese. Damit wir die ganzen Schmuckstücke finden. Amulett haben wir noch gar nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, weil da steht drei Brüder, dass es zwei Ringe und ein Amulett sein wird. Wäre ja vielleicht mal ganz cool, sowas komplett zu haben. Weil ich meine, die verdoppeln ihre Stärke ja schon, wenn man nur zwei davon hat. Wenn ich das noch richtig im Sinne habe. Ich glaube, die plus 5 Mana-Ringe haben dann plötzlich plus 10 gegeben. Das ist schon ganz cool. Wenn wir dafür das richtige Attribut was finden, zum Beispiel für Geschicklichkeit. Aber Telekinese habe ich noch gar nicht gesehen hier drin. Was sehr schade ist, weil es eigentlich ein sehr cooler Spruch war im ersten Teil. Hier gerade schon drin, bin ich blöd? Natürlich bin ich blöd, keine Frage, aber war ich da schon drin? Was ist das hier für ein Gebäude? Gehört das noch zu den Wassermagiern? Da ist eine Truhe. Gold und Pfeile. Ist nicht die schlechteste Ausbeute, die wir jemals in der Truhe hatten. Aber mehr gibt's hier auch nicht. Nichts. Das ist beruhigend. Ja, dann stapfen wir mal wieder runter. Oh wow, wir sind einmal rumgelaufen. Ist egal, wir sollten Lance in Richtung Sumpf suchen. Dann machen wir das jetzt erstmal. War doch in den Sumpf geschickt, oder? Skip Garretts.
Code der Wassermagier. Lance in den Sumpf. Saturas fürchtet, dass Lance nicht sehr weit gekommen ist. Gehe ich auch mal von aus. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden, obwohl wir im Sumpf ja doch schon ein wenig unterwegs waren. Hier scheint es nichts zu geben. Bären. Nichts zu finden hier, das ist schade. Doch Kräuter. Nimm mit. Und Tränke und ein Schwert. Ich würde ja lieber so ein Set-Schmuck finden. Da geht es wieder zurück, nicht? Kommen wir da hoch? Ja, nicht so richtig. Okay, weiter Richtung Sumpf. Wir gucken, ob wir Lance finden. Da gibt es ja auch noch Sumpf-Golems, die wir bisher nicht gemacht haben, die aber eigentlich ganz einfach sind, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Dann gehen die sogar. Bären. Die sind zwar schön bunt, kann man aber nicht mitnehmen. Noch so ein altes Gemäuer mit rostiges Schwert, Trank und Trank. So, jetzt sind wir aber schon im Sumpf. Und schon wechselt die Musik. Zu einem bedrohlichen Sumpfgeplärre und Gerassel. Ja, wir sind hier aber eigentlich schon ganz gut rumgekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht, hier blindlings zu suchen. Wir bräuchten irgendwie einen Hinweis vielleicht, wo wir uns umschauen können. Zwecks Lands. Ah, ich kann wieder nicht steuern. Ja, jetzt hat er den Bogen weggesteckt. Jetzt kann ich wieder steuern. Hast du noch was zu erzählen? Was gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast Franco umgelegt. Saubere Arbeit. Aber jetzt haben wir diesen Carlos am Hals. Mit dem ist auch nicht zu spaßen. Soll ich ihn umlegen? Das könnte ich machen. Kein Problem. Kriegen wir schon hin. Aber ich will eigentlich nur Lanze. Mit der Waffe. Entspann dich. Ich guck mich nur um. Steck die Waffe weg. Sehr gut. Blödes Kerlchen. Was gibt's hier zu klauen? Warum stehst du davor wie so eine Wache? Muss doch für irgendwas gut sein. Wahrscheinlich waren wir hier auch schon drin. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Hier waren Gobbos, wenn ich mich recht entsinne. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Die Truhe ist leer. Ein sicheres Zeichen, dass wir schon da waren. Golem, okay. Und Sumpfgastrone. Wir versuchen's. Ist noch zu weit weg. Der Golem ist leider aber auch schon da. Und wow, macht der Schaden!
hier im Sumpf. Wir gehen erstmal weg und heilen uns wieder. Wenn irgendwie möglich, weiß ich gerade noch nicht, weil er scheint im Wasser schneller zu sein als wir. Okay. Nicht so gut. Tränke. Ja, direkt 2 von den 100ern. Wir haben inzwischen ein bisschen Leben. Deswegen dauert das auch immer so, das aufzufüllen. Nochmal, Sumpfgolem. Er darf quasi überhaupt nicht zum Schlag kommen. Okay, das kriegen wir hin. Das ganz okay. Man darf halt wieder den Rhythmus nicht unterbrechen. Dann geht das schon. So, jetzt machen wir gerade gar keinen Schaden, so wie es aussieht. Ja. Puh. Also angenehm sind die noch immer nicht, die Golems. Aber sie gehen. Und dann auch die Frage, wo ist Lance? Da ist Golem. Ist das einer oder sind das zwei? Bin mir unsicher. Scheint einer zu sein, oder? Oder? Ja, komm mal rum. Muss ich irgendwo gegenprügeln? Ja, so nicht. Okay, jetzt komme ich gar nicht mehr zum Schlagen. Schade, war knapp. Machen wir nochmal. Okay, also wenn die angestiefelt kommen, dann machen die schon mal ein bisschen mehr Schaden scheinbar. Beziehungsweise, ich glaube, das Problem ist dann, es sind zwei. Vergiss es. Dann müssen wir ihn wirklich erst da wegziehen. Dadurch, dass man halt durch die Luft fliegt und irgendwo aufschlägt, bekommt man dann erstmal viel mehr Schaden noch. Ja, wenn wir es irgendwie schaffen, um dich so rumzukommen, dass wir dich gegen den Berg prügeln können. Dann wärst du quasi wieder in idealer Position, um nicht so viel machen zu können. Also um nicht weglaufen zu können, vor allen Dingen. Wenn ich das jetzt mit dem Takt halte, was ich nicht weiß, wir machen gerade wieder gar keinen Schaden. Wir machen wirklich nur Schaden, wenn wir kritisch treffen bei denen, habe ich so das Gefühl. Und gerade kritten wir einfach nicht. Also gar nicht. Ah, ein Crit noch, dann haben wir's. Okay. Und ihr habt gesehen, dass hier mindestens ein Brot liegt oder sowas. Ein Fisch und ein Fisch. Und da ist das versprochene Brot und ein schwerer Fisch. Genau das wollte ich. Setz dich... Nein, steh auf. Setz dich einfach mal hin, mitten im Sumpf. Wo 2 Meter von dir noch ein Golem steht, den wir uns als nächstes holen müssen. Oh, mehr Kraut? Kräuter gibt's echt gut im Sumpf. Gut. Da ist der nächste Golem, der schon ankommt. Ich sehe absolut nichts und das sehr gut. Ich hoffe einfach, dass nicht noch ein Golem kommt. Und da ist schon der zweite Golem. Tschüss.
Okay, auch den müssen wir wegziehen, weil da direkt noch einer kommt. Ja, komm mal noch ein Stück mit. Uns einmal leider sehr gut erwischt, aber wir sind nicht geflogen. Haben wir den. Gut. Trinken. Noch einen. Und ein bisschen was essen. Dann können wir uns direkt den dritten holen. Der ist gerade von der Seite gekommen. Da ist er schon. Ich hoffe, er ist alleine. Wieder in der Position, dass ich nicht sehe. Ja, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Aber, na gut, das ist jetzt schon eher ein Problem. Ich wollte gerade sagen, aber ist eigentlich noch kein Problem, aber doch war es. Wir müssen sie irgendwo gegenprügeln. Das ist, sonst macht das keinen Spaß mit denen. Zum Beispiel gegen die Wand da vorne, wenn wir das jetzt hier eben schaffen. Sieht ganz... Na gut, jetzt hat er uns wieder weggestoßen. Bleib einfach genau da. Irgendwie treffen wir ihn zwischendurch nicht. Warum nicht? Das ist schade. Also ist ja nicht mal so, dass wir nicht keinen Schaden machen, wir treffen ihn wirklich nicht. Ah, jetzt ist er weg. Gut. Direkt wieder einen saufen. Und noch einen. Aber das reicht erstmal. Gucken, ob wir noch einen finden. Oder ausnahmsweise mal einen Dance. War das die Höhle mit Juan? Ja, das war die Höhle mit Juan. Hier ist kein Lance. Ah, cool, dann haben wir jetzt die ganzen Golems vor Juans Höhle auch weggeräumt. Aber ich glaube, dann war hier quasi nichts mehr. An Viechern. Ansonsten haben wir hier, abgesehen von den Golems, da unten, glaube ich, ganz gut aufgeräumt. Wir haben halt immer noch keinen Ring des Wassers Mitglied gefunden. Vermutlich tot. Eigentlich schade. Die Quest gerne nebenbei mitgenommen. Da schwebt Wasser in der Luft. Mit einer Spruchrolle, einem Trank, einer rostigen Axt. Klar, ganz normales Sumpfwasserverhalten. Hier ist das Herrenhaus, hier ist das Herrenhaus. Hier hatten wir alles aufgeräumt, oder? Wir haben die Steinwächter ignoriert, weil sie uns nicht mehr angegriffen haben. Dann könnten wir die ja jetzt wegräumen. Aber sie kommen dann alle, wenn ich mich recht entsinne. Das wäre doof. Einen schaffen wir davon, wenn die alle kommen, natürlich nicht. Ich hitte mal einen an. Und gucken, ob dann hier die Hölle losbricht. Ja, klingt so.
habt da aufgegeben? Ihr sagt, wenn er einzeln kommt, können wir das gerne klären. Ich stehe nur nicht auf diese Massenkeile. Es sei denn, ich bin die Masse. Ah ja, der wacht direkt wieder auf. Boah, die sind echt schnell beim Draufhauen. Bisschen fies. Aber wenn zwei kurz hintereinander kommen, dann ist das auch noch machbar. Dann haben wir dich noch. Und dann stehen da drin noch ein paar Erfahrungspunkte rum. Ja, natürlich kommen sie alle. Beruhigt, ja, schon, aber sie gehen auch sehr schnell wieder zurück. Ja, habe ich fest mit gerechnet. Ja, da kommt er alleine. Der ging gut. Haben wir jetzt noch zwei? Kommen die denn zusammen oder kann durchaus sein, dass es nur der eine ist hier? Sieht gut aus. Direkt wieder einen trinken. Und noch einen. Einer war hier noch. Den kriegen wir doch auch noch. Ach, der ist noch ganz entspannt. Nicht mehr lange. Jetzt kann er sich für immer entspannen. Knochen eines Skeletts, natürlich. Gut, aber hier haben wir ja eh schon ausgeräubert. Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel zu holen. Na gut, und da ich auch keine Idee mehr habe, wo ich noch nach Lance gucken kann... Gehen wir einfach das Grab suchen. Wenn ich keine Idee habe, wo ich das finden soll. Kraut nehmen wir mit. Das können wir nicht hier lassen. Seraphis? Heilpflanze? Kommen wir mit. Sumpfkraut. Ja, toll. Das habe ich gekauft. Waldbeere. Hier liegen Bolzen. Ein Trank. Warum liegen hier so viele Bolzen? Liegt hier vielleicht irgendwo ein Lance? Ruhe. Jede Menge Bolzen. Ein bisschen Gold und Tränke. Es wird schon wieder dunkel. Was soll denn das? Feuernessel. Echt, Tag- und Nachtwechsel in Spielen. Das ist ja schlimm. Und wir haben gerade mal 19.40 Uhr. Hier ist nichts. Hier sieht's auch nach nichts aus. Ja, na gut, wir gehen pennen. Das hat, glaube ich, nicht so viel Wert hier gerade. Was sind wir denn jetzt?
Okay, hier ist eine Höhle. Mallrat. Noch eine. Diese Höhle ist auch prädestiniert für einen Schattenläufer. Ist das hier ein Steinkreis? Kann man hier graben? Sieht nicht so richtig danach aus. Doch! Okay. Der gilt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel. Wir haben die Quest, den goldenen Kompass zu finden für Gareth. Aber wo der liegen soll, weiß ich auch noch nicht. Und das ist, glaube ich, die einzige Quest, die ich im Kopf habe, von wegen such mal was. Grab mal was aus. Kein Lance, den man zufällig ins Visier bekommt. Dann gehen wir jetzt wirklich erstmal wieder pennen. Ja, Treppe hoch. Hier noch was? Sieht nicht so aus. Wir haben, glaube ich, ganz gut aufgeräumt inzwischen. Wahrscheinlich kommt dann nicht mehr so viel an Viechern jetzt vorbei. Was steht da oben? Den können wir jetzt wunderbar da runterschießen. Da rennt wieder ein Magier quer durchs Bild. Und dann würde ich sagen, wir gehen pennen. Gute Nacht! Und bis morgen.